Bonjour Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening DX für den Nintendo Game Boy Color. Im letzten Part haben wir den zweiten Dungeon betreten. Ich muss gestehen, ich erinnere mich gar nicht mehr an den Namen. Das habe ich irgendwie vollkommen vergessen. Werde ich da nochmal reingehen hinterher. Haben wir den betreten, ein bisschen was hier gemacht und Struppi vorher zurückgebracht und jetzt haben wir den Miniboss gekillt. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg, auch den Boss hier zu killen und das Item zu holen. Erst den eingesperrten Hasen, zuletzt den Skelettritter. Na, wenn's weiter nichts ist... Oh Gott, halt's mal. Ich gehe erstmal hier oben lang. What the fuck, hier ist Wind! Nein. Wie hört ihr das manchmal dann plötzlich auf? Hier, ich will jetzt die scheiß Truhe haben. Was ist das? Die Karte. Toll. Wirklich. Das war so wert. Dafür jetzt 2,5 Herzen aufgebraucht. Wunder. Bla. Wunder, spaßig schön. Ich habe sogar noch einen Schlüssel gehabt. Krass. Haben wir hier 20 Rubine. Oh, wir haben es fast geschafft. Ja, her mit dem Pulver, auch wenn ich hier lieber nochmal Herzen hätte. Aber es ist schon okay, ist schon okay. Besser als nichts. Oh Gott, Boost. Okay, ich kann sie mit dem Schlagscheinwerfer nur zurücksetzen. Dann werde ich jetzt einfach mal ganz schnell das Licht anmachen gehen. Oh, that worked. Hi. Oh! Super, du hast das Kraftarmband gefunden. Damit kannst du Steine und Vasen heben. Und ich muss es ernsthaft jedes Mal ausrüsten. Was ist denn jetzt passiert? Oh Gott, ist das anstrengend. Oh Gott, ist das anstrengend. Okay, wir schaffen das, ja? Es dauert nur Jahre, aber ist in Ordnung. Wir schaffen das, wir schaffen das. Oh, Herz! Als erstes würde ich sagen... holen wir uns die Truhe. Mit dem kleinen Schlüssel... Ja, ja, bla, okay, kleiner Schlüssel. Gut zu wissen. Was ist hier? Oh, das wird mir hier gerade ein bisschen zu kompliziert. Okay, nochmal. So. Jetzt. Und jetzt raus hier. Super. Oh, die Vasen respawnen jedes Mal neu. Alles gut. Ich bin nicht ungeduldig. Na dann. Absolut nicht. Gar nicht. Okay. Alles gut. Alles Paletti, Loka, Coca, Easy. Oh, jetzt muss ich hier noch die ganze Zeit wechseln zwischen Feder. Oh, fuck you. Das war ein schöner Move. Hey! Toll, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich hier... Also in welcher Dings der jetzt ist, in welcher Position. Das ist nicht die Position, die ich will. Ich will die. So, ich weiß, dann kann ich mit dem Schlüssel rein. Gucken wir gleich. Erst der Hase, dann das Skelettkrieger. Okay, komm raus, komm raus. Der macht mir Schaden, aber ich kann ihm... What the fuck? Oh, der macht sogar viel Schaden. Der hat mich einfach gekillt. So ein Hurensohn. Oh Mann. Na gut, aber ist nicht so schlimm. Dann gucken wir uns jetzt gleich mal ganz... Ja, ich muss erst das Armband ausrüsten, meine Fresse. Aber ohne Mist. Also, ich verstehe ja viel, aber wieso zum Teufel muss da jedes Mal diese abgefuckte lange Nachricht kommen, die überhaupt nicht lang dauert, bis sie weg ist? 50 Rubine, dankeschön. So, dann gucke ich jetzt nochmal ganz schnell... wie der Dungeon hier eigentlich heißt. Jin's Grotte, genau. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Okay, alles gut, alles locker easy. Wollen wir jetzt erstmal hier reingucken? Oh Gott.
Ach ja, ich muss ja wieder das jetzt ausrüsten. Okay. Ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, die ich an dem Spiel wirklich bisher ganz stark zum Kotzen finde. Also, dass man jedes Mal, also dass man quasi so viele verschiedene Dinge mehrfach schnell hintereinander eigentlich machen muss. Wow, das ist nur ein fucking Shortcut. Bla! Wo ist denn der Skelettkrieger hin? Und wieso bin ich schon wieder fast tot? Was ist denn jetzt passiert, weil ich einmal kurz auf Speed-Up gedrückt habe? Boah, Leute, ihr fuckt mich ab. Ja, halbes Herz, ne? Okay, 1,5 Herzen, sehr schön. Tja, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, so. Aber hier ist doch gar nichts. Wofür ist denn dieser Raum? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Was war denn das? Wieso bin ich denn jetzt gerade einfach umgefallen? Och, Spiel! Jetzt ohne Mist, das fuckt mich gerade ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob das gerade einfach buggy ist oder ob ich gerade einfach irgendwas an dem Spiel nicht verstehe. Aber irgendwie kriege ich gerade... Also gut, bei dem einen, da kann ich gerade verstehen, da bin ich wahrscheinlich... Ja, eben einfach... ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin wahrscheinlich einfach ja in den Skelettkrieger halt gerannt beim Speed-Up, deswegen habe ich halt so viel Schaden bekommen und er ist irgendwie gestorben, keine Ahnung warum das. Aber wieso ich jetzt gerade da, als ich aus dem Raum rausgegangen bin, einfach umgefallen bin, das ist mir doch ein Rätsel. Ich bin ja wirklich einfach nur umgefallen. Habt ihr das gesehen? Also wenn ihr dafür eine Erklärung habt, dann bitte... Bitte erklären. Hilfe. Au. Erst den eingesperrten Hasen. Aber was soll ich mit dem denn genau machen? Also es stand erst den eingesperrten Hasen, dann den Skelettkrieger. Aber was denn? Den Hasen kann ich ja nicht killen. Ich verstehe es nicht. Muss ich den erst hier betören? Hey, das hat funktioniert, oder? Ja, zumindest kurz. Aber ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was willst du von mir, du scheiß Hase? Was soll ich mit dir tun? Willst du dahin? Ich versteh's nicht. Ach Leute, Hilfe. Karte sagt mir, es gibt hier einen Raum nach unten. Wo? Da öffnet sich wahrscheinlich dann irgendwie so eine... Dings. So eine... Treppe. Wenn ich hier irgendwie dieses Raumrätsel gelöst habe. Aber was ist denn die Lösung von meinem Raumrätsel? Hilfe? Ja, ich höre auch durch das Piepen, ich höre sehr wohl, dass du... Ja, dass hier ein Schatz ist, ja. Oder zumindest ein Secret oder irgendwas, ein Raum, kann auch sein. Aber was muss ich denn mit dem Hasen machen? Muss ich den... Moment. Muss ich den aufheben? Fuck you! So, liebe Leute. Ich habe jetzt mal... Oh, nein. So. Ich habe jetzt mal im Internet nachgelesen. Zumindest, wie zum Teufel man diese fucking Dinger killt. Und man killt sie, indem man... Das machen wir hier frei. Indem man was auf sie wirft. Nicht anders.
So. Und wenn wir die Gegner jetzt alle hier in dieser bestimmten Reihenfolge besiegen, dann kommt eine Truhe. Moment, eine Truhe? Keine Treppe? Ich weiß noch gar nicht, wo es zum Masterschlüssel geht. Jetzt war ich doch auch überall. Da muss es noch irgendwas mit dem Raum hier oben auf sich haben. Vielleicht muss ich die halt auch jetzt noch killen. Weil das habe ich ja noch nicht gemacht. So, Herr Hase. Tatsache. Sehr schön. Ja, jetzt fehlen mir nur leider wieder 1,5... Oh Gott, Herzen. Und es sieht ganz so aus, als müsste ich erstmal hier nochmal durch. Moment mal. Kann ich die mit dem Kraftarmreif eigentlich auch aufheben, oder... Tatsache. Super. Toll. Oh hey, das geht. Oh, jetzt ist er weg, oh nein. Ach so, dafür brauche ich wohl mehr Gewicht. Der kann mich noch halten, wie es scheint. Und wie sieht's jetzt aus? Tja. Herr Platte mit Gesicht. Aha, und hier haben wir auch schon den Bossraum. Natürlich nicht mit dem Kraftarmreifen. Jetzt habe ich wieder 2 Herzen hierfür, oder was? Das kann doch nicht euer scheiß Ernst sein. Hau, 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 hau! Willkommen zurück zur... willkommen zur Henkers Mahlzeit! Muss ich den hochheben? What the fuck? Ichi bichi, mit meiner Vase bin ich unverwundbar! Ich hasse mein Leben. So, nächster Versuch. Ich werde, wir werden nur so ungefähr 100 brauchen. Oh Gott, okay. Also wir haben jetzt gemerkt, wenn er hier schießt, das macht ein ganzes fucking Herz Schaden. Was ganz schön abartig ist übrigens. Ich habe auch gemerkt, dass ich mir nicht wehtun kann. Also werde ich jetzt warten. Aber ich bin unverletzt. Ich kann mir nur sagen, das bickrige Schwert zerstört die Flasche nicht. Gut, dann muss ich jetzt höchstwahrscheinlich das machen. Natürlich. Okay, weiter geht's. Hübschi, mit meiner Vase bin ich unverwundbar. Ja. Mach nur weiter. Schieß deinen Scheiß auf mich, aber lass mich bloß in Ruhe. Okay, wenn es einfach ganz so weitergeht, dann bin ich zu... Oh, die Vase ist kaputt. Oh nö, da wird's doch nochmal schwerer. Oh, du hast meine Vase zerstört. Das wirst du bereuen, du. Oh, what the fuck, what the fuck. Damn it. Ah, Gott. War überhaupt nicht knapp, nein, nein. Hätte wahrscheinlich noch einen Hit gebraucht oder so. Jetzt schieß. Ja. Oh Gott, ich wäre da gerade fast reingerannt in die eine. Ich darf in der Phase jetzt hier echt keine Energie verlieren. Die scheint noch relativ einfach zu sein. So, ja, ja, ja. Bla. So, ich werde jetzt hier mal kurz den Save State machen. Einfach damit ich nicht immer vergesse, das Kraftarmband auszurüsten. Weil ich immer am Anfang hier die Feder ausgerüstet habe. Und das kann ziemlich nervig sein. Oh. Und falls sowas passiert, falls ich aus Versehen die Speed-Taste drücke und dann, ja, so lange im Speed bleibe, weil das halt extreme Speed macht, ich glaube 500% oder so, dass ich einfach mal 2 Herzen verliere, weil ich halt nicht gesehen habe, was ich gemacht habe. In 5-facher Geschwindigkeit. Ja, es gefällt mir auch nicht, dass ich hier jetzt gerade schon ein Herz verloren habe. Das könnte schon wieder das Ende gewesen sein. Weil für die Phase danach scheine ich ein bisschen mehr Energie zu brauchen. Okay, ich muss mich einfach ein bisschen konzentrieren, dann passt das schon, ne?
Dammit! Noch ein Herz, schon wieder scheiße. Was? Wie hat mich das denn getroffen? Wollt ihr mich verarschen? Oh. Ich sollte einfach aufhören, auf die Speed-Taste zu drücken. Aber es dauert sonst einfach zu lang. Dieses ewige Gelaber ist so nervig. Weil es halt wirklich so, so langsam ist, so... Keine Ahnung, der redet halt wirklich so edgy-badgy mit meiner Wahn, zumindest so vom Gefühl. Weil die Box halt so unfassbar langsam vorbeigeht. Aber so, sind wir mal nicht so ungeduldig, ne? Spiel ist ja trotzdem cool. Ja, okay, wow. Triff halt nicht. Wie kann so ein Schwert... Er ist in mir drin, das Schwert trifft ihn und es trifft ihn nicht. Man muss halt immer genau auf den Gegner drauf gucken. Merke ich mir. Ja. Bla. Ah. Geh kaputt. Wieso hat denn das jetzt wieder nicht getroffen? Ey, das kann doch nicht wahr sein, wirklich. Keine Ahnung, wie mich das jedes Mal trifft. Beziehungsweise wie ich dann ausweichen soll. Danke. Wie nervig. Aber danke für mein fünftes Herz. Und danke für das nächste Instrument. Die Muschel. Das letzte war die Muschelgeige, das ist jetzt wahrscheinlich die Muschel. Oder das Tritonshorn. Danke. Klingt geil, ja. Runga, Steppe. Steppe schnell in die Steppe. Okay, der Wortwitz war cool. Okay, schnell in die Steppe steppen sollten wir hinkriegen. Dann werde ich zumindest noch schnell in Richtung Steppe steppen. Moment mal, kann ich die Dinger jetzt auch aufheben oder sind die noch zu schwer? Ah, sehr schön. Das ist definitiv gut zu hören. Ja, kurz an den Moblins da vorbei, das will mir nicht antun. So, ich glaube, hier ging es doch in die Urunga-Steppe, oder? Okay, ich muss doch Moblins, weil ich gucken muss, ob das hier ist oder nicht. Ich will jetzt keinen falschen Weg gehen. Ah, Tamaranschberg ist hier nämlich, nicht die Urunga-Steppe. Was will ich denn am Tamaranschberg? Nix. Hier sind die Teilteilhöhen. Rechter Hand der Fotoladen. Ja, das habe ich vorhin auch schon gelesen, aber irgendwie total vergessen. Fotos. Wir treffen uns später, wenn du allein bist. Okay. Er will Struppi also nicht dabei haben. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich wollte halt mein Tierchen mitnehmen. Oh. Okay, also das ist nicht der richtige Weg. Dann gehen wir... Keine Ahnung, ist das hier die Urunga-Steppe? Ich kenne mich doch hier nicht aus, Leute. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Hier? Nee, hier bin ich bei dem... Genau, bei der Mäusefrau. Miau, miau, ist das hier? Hallo, ich heiße Gaia Wally. Ach so. Verkaufe dir ein Geheimnis, das dich sicher anmachen wird. Wait. Für wie viel? Zahlst du mir 42 Rubine für mein Geheimnis? Hm, ja. Okay, Süßer. Du hast eine gute Wahl getroffen. Hier. Ich gebe dir meine geheime Medizin. Wenn all deine Herzen leer sind, wirst du mit der Medizin automatisch wieder gesund. Als Geschenk des Hauses werden all deine Herzen aufgefüllt. Ja, das, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das war also Gaia Wally. Okay, wo geht's hier hin? Gaia Wally, Manbos Brunnen. Aber wo war denn dann die Urunga-Steppe? Wo... Moment, da muss ich jetzt auch mal auf meine Karte hier gucken. Da! Stimmt, da könnte das
eventuell gewesen sein. Ich meine nicht hier, aber ich will trotzdem mal wissen, was hier nochmal war. Ein Grab. War das ein Zombie? Oh nein! Kann ich das nicht lesen? Wieso kann ich das nicht lesen? Ach Mann. Sorry, dass ich ein bisschen Liebe fürs Detail habe. Wurfgraben. Okay, dafür brauche ich die Schaufel. Wurfgraben, ja, ist okay. Dann holen wir uns die. Oh. Dann muss ich wissen, ach ja, wo die Orunga-Steppe ist. Tja, also ich würde mal behaupten, dass das die rechts vom Dorf ist, aber ich weiß es nicht. Das Gebiet rechts vom Dorf könnte das halt wirklich sein. Werden wir gleich sehen. Müssen wir mal ein bisschen in die Richtung laufen. Hey, jetzt kann ich doch auch hier in die Truhe, ne? Ja. Hallo Schleim. Oh. Da verlässt man sich einmal auf Struppi und Dings. Eine Zaubermuschel. Okay, damit haben wir schon zwei. Ich frage mich halt nur, wie viele es insgesamt überhaupt gibt. I have no idea. Oh Gott. So, dann ab ins Dorf. Struppi behalten wir mal noch. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte in den Laden. Jetzt mal Speed up, so. Und mir die Schaufel kaufen. Ich kann auch Bomben kaufen. Luxusschaufel, 200 Rubine, ja bitte. Vielen Dank und bis bald. Ich wette, die kriegt man auch irgendwie anders und ich war jetzt total behindert, aber was soll's. 10 Bomben, 10 Rubine, ja. Das nehmen wir sicherheitshalber mal mit. So, jetzt ist die Frage, ist hier rechts die Orunga-Steppe oder nicht? Orunga-Steppe. Gut. Dann werde ich jetzt allerdings nochmal ganz schnell graben gehen. Da, wo gerade stand, graben. Beziehungsweise Wuffgraben, nicht vergessen. Und wenn ich zurück bin, mache ich eventuell nochmal dieses Angel-Mini-Spiel, wovon der Typ geredet hat hier oben. Nördlich im oder vom Dorf, wie auch immer. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Das möchte ich natürlich auch noch zeigen, beziehungsweise für mich selbst halt überhaupt erstmal sehen. Ich kenne es ja auch nicht. Okay. So, wo war das jetzt mit dem Graben? Das war doch gar nicht so weit weg, ne? Hier bin ich lang gegangen. Hier bin ich lang gegangen. Hier bin ich lang gegangen. Genau, hier bin ich lang gegangen. Iss. Friss. Danke. Und dann müsste das, glaube ich, hier unten und dann nochmal weiter nach unten gewesen sein. Oh, der kann das Elektrovieh aufessen, das ist schön. So, dann werden wir jetzt also graben. Ja, halt's Maul bitte. Oh, eine Muschel. Das ist aber schön. Eine Zaubermuschel gefunden. Ja, das ist dumm. Kannst du etwas Feines bekommen? Weg, Zombies. Oh, wo geht's denn hier jetzt noch lang? Ach Mensch, ich wollte jetzt eigentlich zurück in die Orunga-Steppe, aber das hier erweckt jetzt doch noch mein Interesse. Ein Herzteil? Sehr gern. Ernsthaft? Kann ich die Dinger wenigstens sprengen oder so? Nein. Wo bin ich denn hier? Und warum ist die Treppe nach unten jetzt weg? Oh, fickt mich doch nicht so in dem Popo, Mann. Oh, Leute. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Muss ich mal kurz auf meine Map gucken. Ich bin bei einem Friedhof. Das ist da unten. Ach du Scheiße. Okay, wenn ich hier rüberspringe, bin ich gar nicht mehr so weit weg. Ist das hier der nächste Dungeon? Ah ja, ich erinnere mich. Hier war ich tatsächlich schon mal. Dann müsste ich jetzt genau dort sein. Okay. Quasi hier. Ja. Das ist ja schön. Weil von hier aus kommen wir direkt in die Orunga-Steppe. Moment. Beweise ich euch.
Beweisen wir das hier? Nee. Okay, wir beweisen es doch hier. Als erstes mal ganz kurz die Höhle angucken und dann kommt der Beweis gleich. Naja. Ach Leute, geht mir noch nicht auf den Piss. Wir erhalten 50 Rubine-Säsche. Ach, mein Struppi gefällt mir so gut. Also ohne Mist, der ist echt so cool. So, und hier sind wir. Genau da, wo ich vorhin gelesen habe, Urunga-Steppe. Ne? Genau, Osten, Urunga-Steppe. Gut. Dann würde ich fast schon sagen, an der Stelle werden wir einen Cut setzen. Also, beziehungsweise ich halt. Was ist das denn? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber ist auch egal. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.